Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Doppelspaltexperiment beschäftigt und haben gesehen, um die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron irgendwo landet, auszurechnen, müssen wir zwei komplexe Amplituden, die sogenannten Wahrscheinlichkeitsamplituden, berechnen, nämlich für den Weg über den ersten Spalt und für den zweiten Spalt. Und wenn wir nicht wissen, welchen Weg das Elektron genommen hat, dann müssen wir diese komplexen Amplituden addieren. Und wenn wir dann das Absolutquadrat davon nehmen, dann bekommen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir an dieser Stelle x ein Teilchen finden. Und wir haben das gemacht, also zumindest direkt gezeichnet, wenn wir hier bei x gleich 0 wissen wollen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Teilchen hinkommt, und dann auch mit einem x etwas größer als 0. Und sowohl die Wahrscheinlichkeitsamplitude als auch die Summe dann davon, die hängt jetzt natürlich von dem x ab, ist also eine Funktion von x. Und das führt uns jetzt dann letzten Endes zur Wellenfunktion. Und Wellenfunktionen sind Lösungen einer Gleichung, die vom Erwin Schrödinger ausgedacht wurde, nämlich der Schrödinger-Gleichung, mit der man berechnen kann, wo Elektronen oder sonstige Teilchen sich wahrscheinlich befinden werden, wenn gewisse Kräfte auf diese Teilchen wirken. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Also die Summenwahrscheinlichkeitsamplitude kann vom Ort abhängen. Wenn ich wissen will, an welcher Stelle, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Elektron ankommt, dann ist für jeden Ort x, muss ich andere Amplituden nehmen. Das heißt, wenn ich die beiden addiere, habe ich eine Funktion, die auch von x abhängt. Nennen wir sie Psi von x. Das ist die Wahrscheinlichkeitsamplitude durch den Spalt 1 plus die Wahrscheinlichkeitsamplitude durch den Spalt 2. Und das ist eine komplexe Funktion von x, weil die Wahrscheinlichkeitsamplituden komplexe Zahlen sind. Und das ist im Wesentlichen die Wellenfunktion. Also für den Doppelspalt habe ich nur diese zwei Amplituden hier zu addieren. Für Mehrfachspalte könnten es mehrere Amplituden sein. Und wenn ich ein Teilchen habe, auf das irgendwelche Kräfte wirken, dann müsste ich eigentlich unendlich viele solche Amplituden addieren. Mache ich natürlich nicht händisch, sondern das mache ich mit Hilfe von Differentialgleichungen. Und dann ist sozusagen der Betrag von dem Psi von x nicht mehr die Wahrscheinlichkeit, sondern noch eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Also wenn wir das dann haben, haben wir sozusagen der Betrag von Psi von x, komplexe Zahl zum Quadrat, mal Delta x, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Teilchen im Bereich x bis x plus Delta x zu finden. Also wenn ich das kurz aufskizziere, wenn hier der Betrag von Psi von x Absolutquadrat aufgezeichnet ist, der ist ja wieder eine reelle Zahl, sogar eine positive reelle Zahl, und hier die x-Achse habe, dann könnte diese Funktion zum Beispiel so ausschauen. Wenn ich diese Interferenz im Doppelspalt zum Beispiel hernehme, und wenn jetzt hier irgendwo mein x ist, zum Beispiel hier, und hier ein Stück weiter bin ich bei x plus Delta x, dann habe ich hier einen Flächeninhalt. Und dieser Flächeninhalt, der entspricht der Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im Bereich x bis Delta x zu finden. Also wenn man genau ist, ist das dann eine Wahrscheinlichkeitsdichte und nicht mehr die direkte Wahrscheinlichkeit, aber egal. Ja? Und das ist wieder der Flächeninhalt unter einer Kurve, der dieser Wahrscheinlichkeit entspricht. Das heißt, für sehr kleine Delta x kann ich das ein Rechteck annähern und dann ist es Psi Quadrat mal Delta x die Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich größeren Bereich haben will, dann kann ich das einfach integrieren. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt zu diesem Psi von x, wenn Kräfte auf irgendein Teilchen wirken? Und das hat sich eben der Herr Schrödinger überlegt, der dafür auch den Nobelpreis bekommen hat, 1933, also Erwin Schrödinger. Der hat von 1887 bis 1961 gelebt und eben 1933 den Nobelpreis für Physik bekommen für seine Überlegungen. Und der wollte also wissen, wie sich Teilchen verhalten, also speziell kleine Teilchen, Elektronen oder so, wenn Kräfte auf sie wirken. Also zum Beispiel Elektronen in Atomen und Molekülen. Ne? Also wie komme ich zur Chemie? Ich muss wissen, wie sich die Elektronen in den Atomen
und dann letzten Endes auch in den Molekülen verhalten. Und dort wirken Kräfte, nämlich hauptsächlich elektrische Kräfte. Dann muss ich eine Gleichung lösen, die der Schrödinger aufgestellt hat. Und dann gehe ich in mein Psi von x und dann weiß ich, wo sind die Elektronen. Und typischerweise, wie wir noch sehen werden, kommen dann verschiedene Richtungen heraus und daraus ergeben sich dann bestimmte Geometrien für die Moleküle, die dann aus diesen Atomen zusammengesetzt sind. Und die Frage ist sozusagen, wie kriege ich jetzt die Kraft in diese ganzen Überlegungen hinein? In der Physik arbeitet man gern mit Energien. Lieber mit Energien als mit Kräften, weil Kräfte sind Vektoren. Energie ist allerdings eine skalare Größe, also ich brauche nur eine Zahl statt dreien. Und die hängen miteinander zusammen. Also wie kommen die Kräfte hinein? Und die Kräfte kommen über die potenzielle Energie ins Spiel. Und zwar in der Form, die Kraft in x-Richtung ist minus die Änderungsrate der potenziellen Energie in x-Richtung. Warum ist das so komisch? Das kann man sich zum Beispiel überlegen mit der potenziellen Energie in der Nähe der Erdoberfläche. Also in der Nähe der Erdoberfläche, also wenn ich hier die Erdoberfläche habe und hier nach oben die x-Achse positiv zähle und hier auf der Erdoberfläche sozusagen den Nullpunkt hinlege und ich habe da irgendein Teilchen, zum Beispiel einen Stein mit der Masse m, dann wirkt auf den ja die Kraft, die Erdanziehungskraft m mal g, beziehungsweise minus m mal g, weil es nach unten zeigt, gegen die x-Richtung. Also das ist mein fx in dem Fall. Und die potenzielle Energie, haben wir uns ja schon in der ersten Klasse überlegt, die hängt von der Höhe x ja folgendermaßen ab. Das ist ja m mal g mal x. Und wenn ich jetzt die x-Komponente der Kraft haben will, muss ich minus die Ableitung von dieser potenziellen Energie hernehmen. M mal g ist eine Konstante mal x, das heißt, wenn ich das ableite, fällt das x weg und es bleibt nur die multiplikative Konstante übrig, also m mal g. Und mit dem Minus davor ist es minus m mal g. Also tatsächlich, die negative örtliche Änderungsrate des Potentials oder der potenziellen Energie, das ist die Kraft. Und damit kann ich bei energetischen Überlegungen die Kraft mit der potenziellen Energie hineinbringen. Und der Schrödinger hat sich dann also die sogenannte Schrödinger-Gleichung ausgedacht und dafür dann also noch den Nobelpreis bekommen. Und zwar lautet die I, also unsere imaginäre Einheit, h quer, das ist eine Konstante, die Planck-Konstante durch 2pi, mal der zeitlichen Änderungsrate meiner Wellenfunktion, die ist gleich minus h quer Quadrat durch 2 mal die Masse des Teilchens, mal der zweiten räumlichen Ableitung meiner Wellenfunktion. Aber das ist eben noch nicht alles. Das wäre sozusagen für ein freies Teilchen, auf das keine Kraft wirkt, damit wäre die potenzielle Energie 0, oder zumindest konstant. Und wenn jetzt aber Kräfte wirken, dann brauche ich jetzt noch eine potenzielle Energie, die eben wahrscheinlich auch von x abhängt. Also habe ich noch plus die potenzielle Energie, die also von x abhängt, mal die Wellenfunktion psi von x. Diese Differentialgleichung, das ist die Schrödinger-Gleichung. Und wenn ich weiß, welche Kräfte wirken, wenn ich weiß, wie die potenzielle Energie ausschaut, brauche ich nur noch diese Differentialgleichung lösen und weiß, wie sich Elektronen in Atomen verhalten. Viel Spaß! Das wirklich exakt zu machen, numerisch auch nur, exakt schon gar nicht, aber selbst numerisch als Näherung, ist eine Industrie in der Chemie, wo riesige Computer verwendet werden, um Molekülstrukturen näherungsweise zu berechnen. Also diese Differentialgleichung tatsächlich exakt zu lösen, ist nur in sehr, sehr wenigen Fällen wirklich möglich. Wir werden uns ein Beispiel anschauen. Und die Schrödinger-Gleichung ist eine sogenannte partielle Differentialgleichung, weil die Wellenfunktion Psi, soll ich vielleicht dazu schreiben, dass es ein griechisches Psi ist, ein großes griechisches Psi, die ist eine Funktion vom Ort x und der Zeit t. Und ich habe hier sowohl eine Ableitung nach der Zeit drinnen, als auch eine Ableitung, oder sogar eine zweite Ableitung nach dem Ort. Das ist weit jenseits des Schulstoffs. Aber man kann unter gewissen Umständen das noch ein bisschen vereinfachen. Schreiben wir da vielleicht noch hin, was da jetzt was ist. Also h quer ist einfach die Planck-Konstante h durch 2pi und ist daher ungefähr 6,6 mal 10 hoch minus 34
Joule-Sekunden durch 2 Pi, was ungefähr 1,05 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden ist. Und das M ist die Masse des Teilchens. Und E-Pot ist eben die potenzielle Energie. Ja, es gibt bestimmte Fälle, wo ich eine Wellenfunktion kriege, die einer konstanten Energie entspricht. Das sind die sogenannten stationären Lösungen der Schrödinger-Gleichung. Und dann kann man die ein bisschen aufspalten. Also für stationäre Zustände mit konstanter Energie E kann ich das Psi aufspalten in ein Produkt. Also statt der Funktion, die von x und von t abhängt, habe ich ein Produkt einer Funktion, die nur von x abhängt und einer Funktion, die nur von t abhängt. Das ist so ähnlich wie die Trennung der Variablen bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen. Und in dem Fall ist es so, dass die Schrödinger-Gleichung sich dann folgendermaßen verändert. Statt IH quer d Psi nach dt habe ich einfach nur die Energie mal Psi. Und die rechte Seite bleibt gleich. Ist minus H quer Quadrat durch 2m mal die zweite Ableitung von Psi nach x Quadrat plus E Pot von x mal Psi von x. Ja, also wenn ich einen Zustand habe mit konstanter Energie, und das sind meistens die interessanten Zustände, zum Beispiel im Atom, welche Energiezustände haben die Elektronen, dann löse ich die stationäre Schrödinger-Gleichung. Das ist jetzt nur noch eine gewöhnliche Differentialgleichung, weil kommt jetzt nur noch eine Ableitung nach x vor, das t ist quasi weg. Ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ob mit konstanten Koeffizienten oder nicht, hängt es ein bisschen davon ab, wie die potenzielle Energie vom Ort abhängt. Aber im Prinzip diese Differentialgleichung lösen, auch das viel Spaß für Atome mit vielen Elektronen oder Moleküle gar, händisch keine Chance. Numerisch kann man sich mal einen Supercomputer vorbestellen. Trotzdem werden wir uns jetzt ein ganz, ganz einfaches Beispiel anschauen, wo wir tatsächlich diese Differentialgleichung lösen. Und dieses ganz, ganz einfache Beispiel ist ein ungeladenes Teilchen in einer Box. Also ein freies Teilchen kann sich quasi im ganzen Universum bewegen, ohne dass Kräfte auf das Teilchen wirken. Wenn wir aber ein Teilchen in einer Box haben, dann sperren wir das Teilchen ein auf einen ganz, ganz kleinen Raumbereich. Innerhalb dieses Bereichs wirken keine Kräfte, aber es kann nicht raus. Ja? Es ist eingesperrt auf einen kleinen Bereich. Und das werden wir uns jetzt anschauen, das ist dann das nächste Unterkapitel, Teilchen im Kastenmodell. Beziehungsweise eher bekannt als Particle in the Box auf Englisch. Und da schaut die Situation folgendermaßen aus, wenn ich hier den Ort habe und hier die potenzielle Energie auftrage, als Funktion vom Ort, und hier ist, sagen wir, x gleich 0 und hier ist x gleich L, dann geht diese potenzielle Energie hier an der Stelle x gleich 0 gegen unendlich. Und genauso an der Stelle L. Aber dazwischen ist sie 0. Also hier ist E-Pot gleich 0, also Konstante, die Ableitung davon ist 0. Es wirkt also keine Kraft auf das Teilchen im Inneren. Und bei 0 und L kann man sich vorstellen, sind Wände, wo das Teilchen de facto reflektiert wird, wenn es dort anprallt, unter Anführungszeichen. Ja, das heißt, also in diesem Bereich hier kann das Teilchen nicht hinein, also das Teilchen kann nur in diesem Bereich sein. Die Frage ist, wo? Da können wir wieder nur Wahrscheinlichkeiten angeben. Wenn wir jetzt gleich ausrechnen, weil das Psi, die Wellenfunktion, wenn ich da das Absolutquadrat nehme, dann kriege ich die Wahrscheinlichkeiten, zumindest die Wahrscheinlichkeitsdichte zunächst einmal. Und ich bekomme dann aber auch heraus, dass das Teilchen nur ganz bestimmte Energien haben kann. Schauen wir uns das also an. Also das Teilchen, unter Anführungszeichen, ist im Potentialkasten eingesperrt. Von 0 bis L eingesperrt. Das heißt, im Inneren ist die potenzielle Energie 0. Das heißt, die stationäre Schrödinger-Gleichung im Inneren schaut folgendermaßen aus. Stationäre Schrödinger-Gleichung.
Naja, also die Energie des Teilchens mal die Wellenfunktion, also E mal Psi von x ist gleich minus h Querquadrat durch 2m mal die zweite Ableitung von dem Psi nach dx Quadrat plus e Pot mal Psi, aber das e Pot ist 0 im Inneren. Ja? Plus 0 mal Psi von x, egal. Ja? Und wenn ich jetzt die zweite Ableitung einfach mit zwei Strichen schreibe, habe ich also minus h Querquadrat durch 2m mal die zweite Ableitung von Psi ist e mal Psi. Da kann ich jetzt noch durch diese komische Konstante auf der linken Seite dividieren, also mal dem Kehrwert mal minus 2m durch h Querquadrat und habe dann eine sehr einfache Differentialgleichung. Psi 2' ist einfach minus 2m durch h Querquadrat mal die Energie e mal Psi. Das heißt, die zweite Ableitung einer Funktion ist minus eine Konstante mal die Funktion selber. Da sollten uns ein paar mögliche Lösungsfunktionen einfallen dazu. Und diese Konstante da hier, also das ist also eine negative Konstante. Und bei den Differentialgleichungen haben wir jetzt immer Anfangsbedingungen gehabt. Man hätte auch Randbedingungen nehmen können. Und weil das Teilchen aus diesem Potentialkasten nicht raus kann, muss die Wellenfunktion hier außen jeweils 0 sein. Insbesondere muss sie auch an der Stelle x gleich 0, 0 sein und an der Stelle L muss sie 0 sein. Ja, also, weil das Teilchen aus dem Kasten nicht raus kann, das ist natürlich ein sehr, sehr einfaches Modell, aber egal, aus dem Kasten nicht raus kann, muss gelten Psi von 0 und Psi von L, das muss 0 sein. Ja, also das ist die Randbedingung und jetzt können wir mal ganz scharf nachdenken, welche Funktionen die Eigenschaft haben, dass ihre zweite Ableitung minus sie selber ist. Und wer an Sinus und Cosinus denkt, der hat gewonnen. Wer Sinus abgeleitet ist Cosinus, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus, das heißt die zweite Ableitung von Sinus ist minus Sinus. Und beim Cosinus ist es ähnlich, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus, minus Sinus abgeleitet ist minus Cosinus. Also mögliche Lösungen wären Psi von x ist gleich, und jetzt lasse ich den Unterstrich weg, weil es sind ja ohnehin nur noch reelle Funktionen, Sinus von einer Konstante mal x, und diese Konstante kommt zweimal nach vorne, wenn ich zweimal ableite, und am Ende steht dann minus 2m durch h Querquadrat mal e dort. Das heißt, diese Konstante, die hier drinnen steht, diese Kreisfrequenz Omega, das muss die Wurzel aus 2m durch h Querquadrat mal e sein. Also diese Kreisfrequenz, die hängt von der Energie e ab. Ja? Das kann auf jeden Fall erfüllen, Psi von 0 ist 0. Ja? 0 mal irgendwas ist 0, Sinus von 0 ist 0, wunderbar. Die andere Möglichkeit von der Differentialgleichung her wäre der Cosinus, Omega mal x. Aber der ist an der Stelle 0, 1 und nicht 0. Daher kann der Cosinus hier keine Lösung sein. Ja, es bleibt also tatsächlich nur Sinus übrig als Lösung, aber nicht jede Sinusfunktion. Denn wir müssen unsere beiden Randbedingungen erfüllen. Es muss an der Stelle x gleich 0 sein, das erfüllt jeder Sinus. Aber es muss an der Stelle L auch gleich 0 sein. Und das erfüllt jetzt nicht jeder Sinus, sondern dafür muss das Omega und damit letzten Endes die Energie E ganz bestimmte Werte annehmen. Also für Psi von L gleich 0 muss Omega noch bestimmt werden. Und wann wird der Sinus 0? Naja, bei 0 haben wir schon gesehen, aber auch bei 180 Grad, also bei Pi, ne, wenn ich bei 0 bin, ist er 0, Y-Komponente ist 0. 180 Grad, Y-Komponente ist wieder 0. 2 mal Pi, also 2 mal 180, also 360 Grad, 0. 3 mal 0, 4 mal 0 und so weiter. Also der Sinus von n mal Pi, der ist auf jeden Fall 0, wenn n eine ganze Zahl ist. Irgendeine beliebige ganze Zahl. Und in dem Sinus steht aber jetzt das Omega x drinnen, das heißt,
das Omega mal x, und das x ist aber L, das muss n mal pi sein, oder das Omega muss n mal pi durch L sein. Also nur für ganz bestimmte Omegas haut das hin, sonst passt quasi das rechte Ende nicht. Da ist der Sinus dann nicht, geht nicht durch L durch, sondern ein bisschen links oder rechts davon. Ja? Und wenn man jetzt das quadriert, das Omega, was ja beim zweimal ableiten kommt, so zweimal als Faktor nach vorne, aber also Omega Quadrat ist n Quadrat mal Pi Quadrat durch L Quadrat einerseits, und andererseits muss das aber mein 2m durch h quer Quadrat mal e sein. Ne? Weil das Omega ist ja die Wurzel aus dem. Dann habe ich also die folgenden möglichen Energiewerte. H quer Quadrat rüber multiplizieren und durch 2m dividieren. Dann habe ich h quer Quadrat mal pi Quadrat durch 2m mal l Quadrat mal n Quadrat. Ja, also das hier, das sind die möglichen Energien, die das Teilchen haben kann, wenn es in einer Box eingesperrt ist. Und das kann nicht jede beliebige Energie sein, sondern das ist über eine Konstante mal eine ganze Zahl zum Quadrat. Und das führt uns jetzt genau dorthin, was die ersten Experimente zur Quantenmechanik gezeigt haben, oder dass die klassische Physik falsch ist, dass ich eben nur ganz bestimmte diskrete Energien haben kann und nicht mehr jede beliebige Energie. Ja, das ist genau das. Eine Konstante mal eine ganze Zahl zum Quadrat. Da wird nicht mit ein halb oder so Quadrat multipliziert, sondern eben nur mit 1 Quadrat, 2 Quadrat, 4 Quadrat etc. Ja? Also das sind die möglichen Energien, die das eingesperrte Teilchen haben kann. Und keine andere. Nur diese. Ja? Und das n ist also in dem Fall 1, 2, 3 und so weiter. Negative Zahlen sind schon wurscht, weil durch das Quadrat fällt das Minus ohnehin weg. Das heißt also, alle anderen Energiewerte sind nicht möglich. Und das ist eben der fundamentale Unterschied zur klassischen Physik. Und diese konkrete Energieformel, die wir uns hier ausgerechnet haben, die gilt jetzt tatsächlich nur für dieses Teilchen in der Box, das ein sehr, sehr vereinfachendes Modell ist. Egal, aber es zeigt qualitativ auf, was immer passiert, egal mit welchen Kräften das Teilchen wo eingesperrt ist. Ja, wenn ein Elektron in der Nähe eines Protons ist, Proton, kleines Elektron, ja, Proton hat die 2000-fache Masse ungefähr, dann ziehen die einander ja elektrisch an. Ne? Das Proton ist positiv geladen, das Elektron negativ, elektrische Anziehung. Das heißt, das Elektron kann normalerweise nicht sehr weit weg von dem Proton, es sei denn, ich führe ihm genug Energie zu, aber normalerweise bleibt das immer irgendwo in der Nähe von dem Proton, ist also in der Nähe des Protons eingesperrt. Es ist keine fixe Grenze, wie hier zwischen 0 und L, und außerhalb geht nicht. Es ist eine weiche Grenze, aber trotzdem, es ist eingesperrt in der Nähe des Protons, das kleine arme Elektron. Und egal wie es eingesperrt ist, das Grundprinzip ist immer dasselbe. Sobald ich Teilchen irgendwo einsperre, dann können sie nur noch ganz bestimmte Energien haben und nichts dazwischen. Und wenn wir uns diese Formel hier anschauen, hier wird noch durch diese Länge von der Box zum Quadrat dividiert. Das heißt, je kleiner das L ist, ist das L Quadrat noch kleiner, und wenn ich durch eine kleine Zahl dividiere, wird diese Konstante da vorne größer. Das heißt, je mehr ich das Teilchen einsperre, desto größer wird der Abstand zwischen den Energieniveaus. Wenn ich ein freies Teilchen habe, das ich quasi auf unendlich eingesperrt habe, dann kann das jede beliebige Energie haben. Wenn ich das nur ein bisschen einsperre, hat es nur ganz bestimmte Energien, aber die Abstände sind so klein, dass ich das quasi messtechnisch nicht merke. Aber erst wenn ich auf einen sehr, sehr kleinen Bereich einsperre, dann sind die Abstände von einem Energieniveau zum nächsten riesengroß, und das merke ich dann sogar. Und ich sehe noch etwas, es wird durch das m dividiert. Je kleiner die Masse des Teilchens ist, desto weiter sind die Energieniveaus voneinander entfernt. Wenn ich ein massives Teilchen habe, das meine Masse zum Beispiel hätte, würde ich davon wahrscheinlich auch nichts merken von den Energieniveaus. Wenn ich aber ein Elektron hernehme, das eine Masse von 10 hoch minus 31 Kilogramm oder irgend sowas hat, hernehme, dann schaut die Sache wieder anders aus. Ja, also leichte Teilchen auf kleinen Bereich eingesperrt,
bedeutet sehr große Abstände zwischen den Energien. Und das gilt generell. Nicht nur anhand dieser Formel für das Teilchen in der Box, sondern generell, wenn immer ein Teilchen auf einen kleinen Bereich eingesperrt ist durch irgendwelche Kräfte. Ja, also prinzipiell gilt, das gilt sogar allgemein, nicht nur speziell jetzt für diese potenzielle Energie, sondern für viele andere auch, wenn ein leichtes Teilchen, leicht unter Anführungszeichen, in einen kleinen Raum eingesperrt ist, kann es nur ganz bestimmte diskrete Energien haben. Und je kleiner der Raum wird, desto größer werden die Abstände zwischen diesen Energien. Das heißt also, freie Teilchen, also diese, der Raumbereich, in dem sie eingesperrt sind, gegen unendlich geht, können jede beliebige Energie haben, auch in der Quantenmechanik. Aber welche Energien sie jetzt genau haben, das hängt jetzt natürlich schon sehr davon ab, wie sie eingesperrt sind, mit welchen Kräften sie eingesperrt sind. Wir haben es, wie gesagt, jetzt hier nur einmal ausgerechnet für ein sehr, sehr einfaches Modell. Wenn ein Elektron in der Nähe des Protons ist, also Wasserstoffatom, Stichwort, dann schaut die potenzielle Energie ganz, ganz anders aus, wird ein bisschen komplizierter, sicher nicht in der Schule zu lösen. Wir werden uns dann trotzdem die Energieformel aufschreiben, aber die genaue Formel für diese Energieniveaus, die hängt eben davon ab, wie das Teilchen eingesperrt ist, mit welcher Kraft. Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Also die genaue Formel für En hängt von der Kraft ab. Also der potenziellen Energie letzten Endes, mit der es eingesperrt wird. Also unter Anführungszeichen eingesperrt wird. Und beim nächsten Mal werden wir uns also das Wasserstoffatom ein bisschen genauer anschauen, als Prototyp für alle Atome, zumindest als näherungsweisen Prototyp für alle Atome. Und auch dort, wie gesagt, ist das Elektron in der Nähe des Protons eingesperrt, unter Anführungszeichen. Auch dort habe ich ganz bestimmte diskrete Energien. Die Formel ist eine etwas andere. Das Grundprinzip ist dasselbe. Und die Folgen daraus werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Bis dahin.